Hallo liebe Leute, bevor es mit unserem neuen Video, neue Rubrik losgeht, nicht vergessen, liked den Kanal, scherzt das Ganze mit euren Freunden, wenn es euch gefällt und folgt uns vielleicht auch auf Social Media, Glocke aktivieren nicht vergessen, dann werdet ihr euch immer über unsere, könnt ihr euch immer über unsere neuesten Inhalte gleich informiert werden. Ja, das war's von unserer Seite und gleich geht's los mit Kawaza kocht. Hallo liebe Leute, da sind wir wieder zu unserer ersten Ausgabe von Kawaza kocht, unserer Kochshow. Ja, lieber Siki, was kochst du uns heute? Ja, wir werden heute auf jeden Fall mal was probieren, wie proteinreiches. Und da habe ich mir eher überlegt, so Frikadellen, aber das eher mit Linsen als Grundmaterial. Und wir werden dort auch Mozzarella dabei haben und Thunfisch. Natürlich das Ganze relativ wenig mit Öl und Fett. Linsen und Thunfisch, Eiweißbombe, ne? Absolut, ja. Und damit kann man auch das Ganze am Backofen reintun und das Ganze eher so gesund wie möglich gestalten. Okay, wollen wir dafür unsere Zuseher vielleicht kurz noch die Zutaten durchgehen, bevor es losgeht? Gerne, wir können es uns einmal anschauen. Ja. So, wir haben hier Tomatenmark, also das kriegt man dann eigentlich im Prinzip. Ich kaufe sie mal beim Türken ein, ja, und, aber es gibt auch andere Lebensmittel. Ja, ich finde halt hier, das ist halt ein bisschen mehr passierter. Und ja, normaler Tomatenmark, das kriegt man eigentlich fast überall. Und wir haben hier Thunfisch, unbedingt achten. Ich nehme es jetzt ohne Öl, das ist halt im eigenen Aufguss. Ja. Und das ist dann natürlich dann etwas weniger, also hat kein Fett und ist halt nur rein Protein. Und ja, Mozzarella Light, auch sehr wichtig. Light-Version zu nehmen, auch das Ganze fettfrei zu gestalten. Die Low-Fett-Variante, ne? Die Low-Fett-Variante. Ja. Wie viel Gramm und genau, das werden wir uns hier anschauen. Ja, wir blenden sicher für 4 Personen am besten zur Liste ein. Genau, wir haben heute für 4 Personen das, die Menge hier. Und ich kann es dann kurz durchgehen. Und Zwiebeln, ja, das ist eine ganze Zwiebel, die halt klein gehackt ist. Und ihr seht auch hier die Linsen. Es gibt bei Linsen verschiedene Farben. Also es gibt die roten, die gelben, das ist wurscht welche. Ich habe jetzt die roten genommen. Und das ist auch für 4 Personen gedacht. Wenn wir uns das ganz kurz mal anschauen, 4-Personen-Variante, 750 Gramm Linsen. Wir haben hier ca. 200 bis 220 Gramm Thunfisch. Tomatenmark 2 Esslöffel, für 2 Personen natürlich, für 4 Personen, pardon. Mozzarella ein Würfel, 2 Mozzarella Kugeln, ja, die man kriegt, ich glaube, das sind über 200 Gramm. Und eine ganze Zwiebel. Und hier haben wir auch noch die Gewürze. Und ja, Gewürze haben wir Kümmel, mag ich persönlich sehr gern drin, bisschen Pfeffer, also schwarzer Pfeffer, und da haben wir halt Kurkuma, vielleicht kennen Sie einige, sehr gesund, sehr gut, in kleinen Mengen natürlich, und dann Petersilie, trockene Variante, wir können aber auch eher die normale Petersilie verwenden, muss jetzt nicht getrocknet sein, ich nehme die getrockneten, die ist einfach leichter zu verarbeiten. Ja. Und ich habe noch 2 Eier für die Masse. 2 Eier. Ich habe jetzt eins da, der zweite haben wir auch machen. Gut. Ansonsten sind das die ganzen Zutaten. Wir werden sie noch einblenden, oder? Ja, ja. Und als klar. Rezept auch dann mal in die Beschreibung reintun. Okidoki. Naja, dann würde ich sagen, Zutaten haben wir. Alles ready, set, go. Gehen wir es an, ne? So, wir fangen mit dem Ganzen mal an. Das heißt, zuerst fange ich an mit den Linsen. Nämlich die werden wir jetzt einmal fein quasi hier in den Mixer reintun und das wird dann hier mal zurecht. Gibt ein bisschen was auf der Seite, sollte normal nicht sein. So, das tue ich hier rein und male das Ganze mal fein. Hier rein, es wird ein bisschen stauben, deswegen jetzt nicht erschrecken, einfach ganz dicht zumachen und dann einschalten. Und dann jetzt haben wir es fein gemahlen. Es tut ein bisschen stauben, aber ist nicht so schlimm. Ich sitze jetzt hier. Damit haben wir statt Mehl jetzt Linsenmehl. Ja. Und das ist natürlich bei weitem sehr gesünder wie normales Mehl. Und ja, das hat auch viel Anteil an viele Nährstoffe. Somit haben wir auch hier die Variante eines gesunden Variante eines Teiges. So, das tun wir da rein in die große Schüssel. Langsam reintun.
Wie gesagt, es staubt ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. So. Alles rein. Ich zeig's euch gleich wieder. So, das tun wir mal kurz weg. So, hier seht ihr. Ganz fein. Perfekt. So, hier werden wir jetzt unsere Zutaten verwenden. Welche Reihenfolge ist jetzt eigentlich egal? Rein theoretisch gesehen, ja, ihr könnt es zusammenmischen, wie ihr wollt. Wir haben hier zwei Eier, die verwenden wir dann quasi als ja, Klebematerial, damit das auch diese Frikadellen zusammenhalten. Und ich sollte jetzt hier, das haben wir vorher nicht erwähnt, ein bisschen Salz verwenden. Wenn ihr wollt, ihr könnt es auch nachher salzen, aber ich mache das immer so, dass ich einen Schuss Salz dazugebe, das für die Mischung halt, dass es halt auch drin nach Salz, der Salzgeschmack auch da ist. So, das kann man auch hier so machen, ganz wenig, so, ja, Teelöffel, Spitze, das ist ein Kaffeelöffel eigentlich, ja. So, das reicht. Und dann Thunfisch, ich fange halt mit Thunfisch ein bisschen so an, reinzutun. Einfach reintun, so wie es geht. Nicht vergessen, immer mit gewaschenen Händen. Ja. So. Ein bisschen reintun. Jetzt tue ich es ein bisschen mal vor, quasi ein bisschen zusammenmischen. Ja, das wird dann immer mehr, weil jetzt nicht unterschätzen. Das wird dann immer mehr. Und dann habt ihr auf einmal so einen Riesenhaufen, wenn ihr das dann zu spät macht. Also immer, wenn ihr was reintut, gleich mal kurz vorkneten. Ich mache es gerne mit der Hand. So. Wie gesagt, gewaschene Hände, nicht vergessen. Wegen der Hygiene. So. Es klebt auch schon ein bisschen. Dann nehmen wir Mozzarella dazu. Die werden übrigens dann im Backofen. Wir machen das Ganze dann auch zwischen, also vorgeheizt auf 200 Grad und dann 180 Grad runter quasi, wenn wir es im Backofen dann backen. Und je nachdem so circa 25 Minuten, 20, 25 Minuten lang. Und es kommt aber auf die Menge an. Wie gesagt, normalerweise, ich sollte immer schauen, dass es dann relativ knusprig wird, aber das werden wir dann eh sehen, wenn wir es dann zubereiten. Ich hoffe, die Schüssel da reicht aus, für wir machen es für 4 Personen. Von der Größe her, sonst muss man es aufteilen. Genauer massieren, wenn wir es dann nachher quasi mischen. Aber so ist es schon mal gut. Und nachher werde ich dann beide Hände verwenden. So, jetzt tun wir rein den Tomatenmark, das ist auch gut. Das ist ein bisschen, nicht so viel Tomatenmark, wie gesagt, die Menge reicht, weil sonst habt ihr viel Tomatengeschmack und ja, außer ihr mögt Tomaten, könnt ihr natürlich mehr reintun. So, auch ein bisschen reinmischen. Ja, das ist ein bisschen klebrig am Anfang, aber das geht dann schon weg, wenn man das Ganze, dann, wenn man die Eier reintun, wird das Ganze dann relativ matschig. Aber es sollte auch nicht zu nass sein, weil dann könnt ihr die Frikadellen nicht zusammen, also quasi in Form bringen. So, die Zwiebeln. Zwiebeln ist optional, also ihr könnt Zwiebeln verwenden, ich mag Zwiebeln, quasi in Würfel geschnitten, klein geschnitten. Jetzt nicht zu fein, müsst ihr es nicht machen, aber so, dass es halt ja, schon okay ist, von der Größe her, Konsistenz her. Es wird schon langsam, ihr seht es hier. Die Gewürze tun wir dann ganz am Schluss rein, wenn wir es ganz durchkneten mit zwei Händen, dann muss man ein bisschen mehr Power reinbringen. So, Eier reinschlagen, hier, noch eins, so, jo, rein, so, und bevor wir das Ganze dann mit zwei Händen anpacken, weil ich brauche die eine Hand zwar aber noch, je nach Augenmaß, ganz wenig, Kurkuma, nicht so viel. Ja, normal könnt ihr mit Messerspitze arbeiten, aber wir machen das hier für 4 Personen oder mehr. Deswegen so. Das ist leider noch ein geschlossener, deswegen muss ich das jetzt so angreifen. So, ein bisschen Kümmel. Wie gesagt, für die Menge ist es okay. Ich mache es wirklich nach Augenmaß. Aber die andere ist jetzt auch noch. Relativ Petersilien. Ihr könnt wie gesagt auch die Variante nehmen mit
normale Petersilien, also nicht getrocknet. Und dann haben wir noch hier, ja, wie geht denn das auf? So. Das reicht schon. So. Teller weg, ein bisschen Platz machen. Jetzt nehmen wir beide Hände wieder, die haben meine Hände vorher gewaschen und dann tun wir es einfach mal durchmischen, durchkneten. Ganz fest durchkneten. Ganz, ganz fest, ja. Ist ähnlich wie beim Wrestling, ja. Ganz fest anpacken. Ja. So. Richtig durch mit dem Daumen, damit das Ganze auch hier zu einer schönen Teigmasse wird. Da will ich noch ein bisschen Zeit lassen. Ich finde, die Konsistenz ist wertig, fühlt sich gut an. Also Frikadellen werden schon funktionieren. Ich war ein bisschen skeptisch, weil bei der Menge, ich habe es öfters für zwei Leute, für zwei Personen gemacht, aber für vier muss man ein bisschen mehr Menge nehmen. Und wenn ihr das Ganze ja, für eine Person machen wollt, könnt ihr auch in der Beschreibung dann finden, das, was ich für vier Personen aufgeschrieben habe, einfach durch vier teilen. Und dann habt ihr auch die Menge für eine Person oder für zwei. Ja. Also, das schaut relativ gut aus. Unten habe ich noch ein bisschen noch Bedarf zum Mischen, aber das wird wieder dauern jetzt. Ja, ich meine, das soll ja auch wirklich relativ gut durchgemischt sein. Aber vom Geruch her, man merkt auch jetzt hier relativ lecker. Das ist wirklich schon ziemlich, könnte man schon fast so essen. Ja. So. Und wenn mir das Ganze zu trocken ist, trotzdem, wenn es trotzdem zu trocken ist, kann ich ja noch immer hier ein bisschen nachhelfen, ganz ein bisschen mit Wasser und so, ja. Ist auch nicht falsch. Eier, technisch gesehen, wenn wir zwei Eier haben drin, reicht das vollkommen aus von der Klebemasse her. Aber die Feuchtigkeit selber würde dann eher mit Wasser arbeiten. Öl, ich könnte auch einen Schuss Olivenöl dazu tun, das werde ich auch dann zum Schluss machen, wenn das Ganze mal vorliegen ist. Müsst ihr aber nicht, aber ich finde halt das Olivenölgeschmack dazu so ganz wenig, ja, so ganz wenig ist nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob wir eins haben. Da haben wir was. So, ihr seht's. Für zwei Personen eine, für vier Personen zwei. Kann man wieder zurück tun. Perfektes Fitnessessen. Ja. Und als Öl haben wir Olivenöl drin, also das ist schon ziemlich gut. Also Weinblätter, genau, das ist mir eingefallen. Ihr könnt es auch in Weinblätter reintun und auch so essen oder so kochen. Tut genauso, also die Gestaltung bleibt jedem selbst überlassen. Aber ihr seht, wie lange ich schon das jetzt durchknete, wie gesagt, muss man auch. Ja, aber ich bin echt zufrieden. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen ruhen, ein paar Minuten. Lass das halt so 5 bis 10 Minuten ruhen, damit das ein bisschen zieht. Und dann treffen wir uns und sehen wir uns gleich dann beim Gestalten, beim Formen. Bis gleich. So, unsere Linsenfrikadellen sind jetzt fertig zum Formen. Wir haben sie jetzt geknetet. Ja, ich zeige es nochmal. So schaut es aus. 10 Minuten Wartezeit reicht aus. Macht das, weil lasst auf den Teig auch quasi diese Linsen ziehen, dann ist halt das leichter zu formen und auch das Ganze greift ineinander. Quasi auch diese ganzen Geschmacksdinge verteilen sich besser im ganzen Material und ja, dann sind sie auch fertig zu formen. Jetzt zeige ich euch mal mein Formen, das ist jetzt wirklich, ich nehme mal so ein Stück raus, die Größe könnt ihr selber wählen, die Formart könnt ihr selber wählen. Ich mache das immer so, ich nehme sie in der Hand, so ein bisschen knete zuerst mal vor. Ja, und dann hole ich mir eine Form raus. Also ihr könnt das in eine Kugel so und dann zusammenformen. Das biegt auch nicht mehr so wie vorher, weil es auch 10 Minuten gewartet hat. Dann drückt man es ein bisschen zusammen. Ja, dann ein bisschen flacher noch. Die Stärke würde ich halt immer schauen, dass ich hier also, ja, so einen halben Zentimeter, nicht zu dünn, weil dann verbrennt das Ganze. Ja. Und im Backofen wollen wir es ja 20 Minuten ja, mindestens drehen lassen. Und da muss man halt schauen, ja, also so circa in der Stärke von 0,5 mm, also halben Zentimeter, sind 20 Minuten ausreichend von der Kochzeit, quasi von der, im Backofen drin, ja, und ja, von der Backzeit, ja. Ja, so bin ich recht zufrieden, ja, so ein rundes Ding manchmal, lege ich mir dann da rein,
Nicht vergessen, Backpapier, da brauchen wir auch kein Öl mehr verwenden. Dann nehme ich mir das nächste Teil raus. Ich meine, ihr könnt auch eigene Formen verwenden, wo es halt Muster dran, ja, wie ihr wollt, das ist jetzt euch überlassen wieder. Sein Ding, dann könnt ihr mal vielleicht mal so ein Ding hier machen, so länglich. Könnt ihr auch ein Haifisch machen oder sowas, wenn ihr kreativ genug seid. Oder ein Nilpferd. Oder irgendeine Art, ja, keine Ahnung, welches Muster. Ja. Wenn ihr so künstlerisch seid. Ja, die Menge, also das so, können wir es auch machen. Auch wieder die Stärke ist wichtig. Für 20 Minuten, halben Zentimeter, 0,5 mm. Ich muss es dann abmessen, aber circa. Ja. Und dann da wieder rein. Ja, machen wir noch eins. Machen wir noch einen. Was machen wir da noch? Ja, eigentlich war es eh schon nur mal meine Kreativität. So. Könnt ihr auch eins. Also ich würde es nicht als Kugelformat lassen. Kugelformat ist wieder zu viel Stärke, also das ist zu dick. Also wir brauchen diese 0,5, damit wir auch überall gleichmäßig dann das im Backofen haben. Also ihr müsst so vorstellen, wenn ihr jetzt verschiedene Stärken habt, ist natürlich die Backzeit wieder anders, dann müsst ihr sie aufmachen, die rausnehmen, die fertig sind, die anderen drin lassen, macht man nicht. Also am besten ist, oder ihr macht zwei Tableaus mit verschiedenen, das geht auch. Also dann müsst ihr auch zweimal reinschieben in den Backofen das Ganze. So. Nächste mache ich wieder so. Das ist nicht so schön geworden, so Moment. So. Ja. Super. So. Wie gesagt, ich schaue immer auf die Stärke hier. Ja. 0,5 mm, das sollte ja gleich hoch sein. Ja, und so geht es weiter. Den Rest mache ich mir dann nachher fertig. Wir sehen uns gleich beim Backen. Bleibt dran. So, ich bin fertig jetzt mit den Formen hier. Ihr seht, ich habe jetzt verschiedene Formen gewählt. Aber nicht zu kompliziert. Ich habe das freihändig gemacht, im länglichen Format oder rund. Auf was ich besonders geachtet habe, war einfach, dass ich die gleichmäßige Stärke habe, die ich ja vorher erwähnt habe. Das heißt, dass es jetzt nicht irgendwie so Kugelformate sind und dann auf einmal flach werden. Nämlich das wird dann mit der Kochzeit, dann, oder mit der Backzeit dann kompliziert und das funktioniert dann nicht. Das heißt, immer gleiche Höhe wählen und wenn ihr halt andere Formen wollt, oder stärkere Formen, dann ein zweites Blech verwenden. Backblech, kein Öl. Und das werden wir dann jetzt gleich in den vorgeheizten Backofen einschieben. Ich habe geschaut, dass der Backofen halt mindestens, sagen wir mal, 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten vorheizt. Und bei 180 Grad könnt ihr es dann aufbacken. 20 Minuten sollte es sein. Ihr werdet es auch immer wieder kontrollieren, ob es passt von außen, ja, wenn ihr reinschauen könnt. Und wenn nicht, dann müsst ihr kurz aufmachen. Aber es dürfte 20 Minuten hinkommen. Und wie gesagt, wenn ihr auf 0,5, einen halben Zentimeter Stärke seid bei den Frikadellen. Ja, dann würde ich dann geschieht mal in den Ofen und dann werden wir das Ganze dann, wenn es fertig ist, genießen. So, ab damit. Ja, wir sehen uns gleich, bleibt dran. So, jetzt haben wir das Ganze angerichtet. Also wir sehen sie hier auf dem Teller und wir haben es nur geschmückt mit Paprika und mit Gurken. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Zitronenscheiben dazugeben. Muss man ehrlich sagen, ich habe die Zitronen nicht zu Hause. Ich habe es vergessen einzukaufen. Aber ihr könnt genauso auch das Ganze mit Zitronenscheiben dazu schmücken. Das bleibt euch überlassen, wie ihr die Gestaltung hier macht. Schaut ziemlich gut aus. Es waren genau exakt 20 Minuten, die im Backofen waren. Und bin recht zufrieden. Und damit gebe ich jetzt weiter an Christoph. Was sagst du? Naja, da werden wir von der Happy Cavazza Familie das jetzt mal probieren und verkosten. Alle da, ihr kennt ja den Serat aus den Lehrvideos, die Hanna, die unsere Fotos macht und auf den Säcke letztlich gechallenged hat bei der Try Not To Love Challenge. Unbedingt schauen. Und übrigens gibt es noch irgendwas Besonderes. Exakt. Und zwar nicht irgendwas, sondern was sehr Wichtiges. Kein Zufall, dass hier auf der Torte 200 draufsteht. Das hat uns die Hanna gebacken zum 200. Abonnenten. Danke. Vielen Dank. Genau. Und schaut, dass bald mehr werden, nicht? Ja, ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal wirklich die Marke bis zu 1000 erreichen. Ja? Ja. Das wäre dann wirklich eine große Hürde, die wir brauchen. Aber der Kuchen schaut auch ziemlich gut aus. Und ja. Naja, in diesem Sinne, gehen wir es an, ne? Gehen wir es an. Was probieren? Genau. Und
Wir hätten fast vergessen, wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte unbedingt diesen Like-Button aktivieren. Ihr seht es auch eingeblendet, Seki und ich und Hanna sind auch auf Instagram vertreten. Schaut euch das vielleicht mal an, haben wir coole Fotos. Kommentare, Wünsche, Anregungen, Beschwerden selbstverständlich in der Kommentarsektion hinterlassen. Und falls es wirklich sehr gut ankommt bei euch und ihr das Rezept dann nachkocht und es schmeckt euch, kommt natürlich, wir probieren es jedes Monat einmal, so eine Art Kochvideo zu machen oder backen. Und ihr findet für das Essen hier das Rezept in der Beschreibung. Also ich packe alles ein, wie ihr das machen könnt, und ihr könnt es dann euch unterschreiben. In der Beschreibung steht alles drin. In diesem Sinne, guten Appetit. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. Macht es gut.